Ja, wissen Sie auch, Sonntag der Weg hat gerade Schön, schön, Kinder. Ja, da wollten wir gerne beide zusammen hingehen, aber ich kann Susanne nicht wie sonst bei meiner Kollegin abgeben und da wollte ich sie fragen. Ich? Ja, weil ich weiß, dass wir gerne sie Kinder haben. Oh. Ihnen würde ich mein Schätzchen gerne anbieten. Na ja, dann bringen Sie mir sie. Na ja, meine Klönen, ich werde sie lieben wie mein Augapfel. Aber nur wenn Sie nicht anbieten. Nee, bringen Sie mir sie, kommen Sie, die hat Hunger und ist müde. Tschüss, bringen Sie meine Frau. Ja, ich gerne. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du mach da nicht so ein Gesumse draus, Paul. Weißt du, was ich den ganzen Tag heute gemacht habe in der Pförtnerloge? Ja. Kreuzworträtsel gelöst, wie immer. Nein, Prospekte habe ich durchgeblättert über dem Potsdamer Park. Hab mich in Gedanken schon gefreut auf unseren Ausflug. Und da sagst du einfach ab und du ein Kind betreuen willst. Geh doch schließlich vor. Trink deinen Kaffee. Nee, also. Dass du ein Kindernarr bist, das weiß ich ja, aber was zu weit geht, das geht zu weit. Jetzt habe ich zugesagt. Ich hab's nun mal vergessen. Entschuldige. Ich habe auch zugesagt. Bei der BGL. Und haben die Plätze schon bezahlt. Soll ich sie nun verfallen lassen, hä? Du kannst doch fahren. Wer hindert dich denn daran? Was denn, soll ich etwa alleine fahren? Du wirst schon jemand finden, der liebend gerne mit dir fährt. So? Und wo finde ich den? Bis Sonntag? Ja. Na. Herr Schmidt, ach, kommen Sie rein. Ist ja nett, dass Sie mich mal besuchen. Ja, ich wollte Sie nur fragen, ob Sie Lust haben, mit mir nach Potsdam zu fahren, im Omnibus. Aber ja. Das ist eine Sonderfahrt vom Betrieb für Veteranen. Meine Frau kann nämlich nicht mit und da habe ich die Karte übrig. Kommen Sie doch rein. Wir trinken ein Likörchen und besprechen alles. Wann ist es denn? Am Sonntag. Ach, herrje. Ausgerechnet Sonntag. Da bin ich doch zum Geburtstag eingeladen. Eine Freundin von mir wird 60. Die kann ich unmöglich enttäuschen. Ich sag's ja. Wen frage ich denn nun? Herr Schmidt. Guten Abend, Frau Locke. Na, Herr Schmidt, Sie sitzen ja hier so traurig. Mir tun bloß die Beine weh. Glauben Sie, da bin ich jetzt 2 Stunden unterwegs und frage Hinz und Kunz, ob nicht einer Lust hat, am Sonntag mit mir eine Autobusfahrt nach Potsdam zu machen. Na und? Aber jeder hat etwas anderes vor. Es ist wie verhext. Und dann fährt denn Ihre Frau nicht mit? Das ist es ja gerade. Die hat mich einfach versetzt. Ach. Ach, sagten Sie Sonntag? Ja. Na, dann nehmen Sie mich doch mit. Ehrlich? Na ja. Och, ich hätte schon mal wieder Lust zu solchem Ausflug. Mein Mann ist ohnehin so einem Wochenendlehrgang und ich so alleine rumsitze. Da fahre ich doch lieber mit Ihnen nach Potsdam. Das heißt, falls Sie mich mitnehmen wollen. Aber Frau Locke, mit so einer hübschen Fashion-Begleitung habe ich doch gar nicht gerechnet. Herr Schmidt, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Nun sagen Sie mir, wann es losgeht und was es kostet. Und die Sache ist perfekt. Das hier. Paul? Da. Bist du endlich da? Ja. Und so vergnügt. Na, haben Sie jemanden gefunden für Ihren Ausflug? Hab ich. Siehste, ich hab dir es gleich gesagt. Du bist auch wieder friedlich, was? Bin ich. Ich wäre ja so gerne mitgefahren, aber ausgerechnet. Na, ausgerechnet, sehen Sie. Immer kommt ausgerechnet irgendetwas dazwischen und so bringt man sich dann um die schönsten Stunden seines Lebens.
verstärkt sich das Hochdruckgebiet weiter. War es schon das wieder so spät? Das ist bis nach Skandinavien erstreckt und damit seinen Einfluss auf unser Gebiet ausdehnt. Deshalb können wir mit einem sonnigen Wochenende rechnen. Von einzelnen Gewittern abgesehen, wird es heiter und warm. Frau Locke. Temperaturen im Küstengebiet 20 bis 22, im Binnenland 22. Was? Unsere Friseuse? Wie kommst du denn auf die? Wenn schon, denn schon. Bildet eben ungemein. Man sieht Neues und entdeckt darunter Altbekanntes und hat seine Freude. Nein. Wieso nicht? Na, sehen Sie doch mal da. Ein Liebespaar. Ein idealer Park für die Glücklichen. Ja, bloß der Glückliche ist mein Mann. Sehen Sie doch ohne Fernglas. Herr Locke, tatsächlich. Ja, und mir erzählt er was von einem Lehrgang. Na, warte, mein Lieber. Frau Locke, nein, nicht. Lassen Sie mich. Aber, Frau Locke, so warten Sie doch. Ich soll ihn laufen lassen, wo ich ihn so unerwartet erwischt habe? Dieser Casanova. Nichts in der ersten Erregung. Nein, nein, jetzt ist meine Wut gerade noch frisch. Ja, und die Folgen deshalb unkontrollierbar. Er kann ihm doch nicht entkommen. Trotzdem. Da wollen Sie einen Skandal? Unsere Mitreisenden werden schon aufmerksam. Spreche sich blitzschnell rum in unserem Nest. Ihre Kundinnen sollen die über Sie lachen können. So eine Gemeinheit! Du weißt ja gar nicht, wie dankbar ich dir bin, Röschen, für diesen Ausflug. Oder soll ich besser sagen, Ausbruch? Woran? Dem Alter, der Gewohnheit und der Nüchternheit all unserer Handlungen, wenn wir die 40 überschritten haben. Na, ich mache mich lächerlich mit meinem Schwärmen. Weißt du, das ist vielleicht gerade das, was mir an dir so gut gefällt. Tatsächlich? Mhm. Weißt du, nüchtern sind wir alle genug, aber glücklich. Ja. Guck mal, da sitze ich Tag für Tag zwischen meinen Bücherregalen, leihe Träume und Fantasien aus. Und ich rechne überhaupt nicht damit, dass da ein Verrückter auftaucht, mich Rose nennt, obwohl ich Elvira heiße. Und nun, weil ich ihn an seine erste Liebe erinnere. Ein Verrückter. Du sagst es. Und die Rose? Die Rose begnügt sich mit der kleinen Rolle, die du ihr zubilligst. Ja. Ein Ausbruch aus dem Alter. Das bist du auch für mich. Mich so zu hintergehen. Ein kleiner Seitensprung hat noch keiner Ehe geschadet. Im Gegenteil. Und sagen Sie, ausgerechnet Ihre Frau hätte das mitgemacht. Deswegen musste er so oft zu diesen Lehrgängen. Und ich schaf, ich rackere mich zu Hause und im Geschäft ab. Hey, ich lasse mich scheiden. Entschuldigen Sie. Frau Locke, so warten Sie doch. Es wird ja alles gut. Also, bis wann? Das hängt von dir ab. Wenn du von zu Hause wegkommst. Na ja, dann frühestens in 3 Wochen. Das ist doch viel zu lange.
Das ist auch gut so, weißt du? Schreib mir. Gut, tschüss. Wenn ich Sie bloß nicht mitgenommen hätte auf diesen Ausflug. Zum Glück taten Sie es aber. Dann hätte ich ihn alleine entdeckt, ja. Und geschwiegen. Nein, nein, ich hätte ihn ordentlich ins Gebet genommen. Ach, Männer halten doch zusammen. Wenn man so eine hübsche Frau hat. Jedenfalls bin ich froh, dass ich's weiß. Wirklich, Herr Schmidt. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Nur keine voreiligen Schritte. Guten Tag, Frau Schmidt. Kleines Dankeschön für die Betreuung gestern. Ach, es hat mir doch Spaß gemacht. Susannchen auch. Dankeschön. Es war wirklich nicht nötig gewesen. Sie können sie auch bald mal wiederbringen. Oh, da komme ich gern drauf zurück. Ja, tschüss. Ist gut. Tschüss. Ja. Herr Locke. Ich muss Sie dringend sprechen, Frau Schmidt. Ich mische mich nicht in Ihre Angelegenheiten. Das müssen Sie schon mit Ihrer Frau allein ausmachen. Darum geht's doch gar nicht. Bitte. Na, wenn Sie es nicht stört, ich bin gerade beim Essen machen. Dann nein, nein. Bitte. Ja, danke. Sie hat mich ausgesperrt. So? Wundert Sie das? Es war doch alles ganz harmlos. Das heißt's dann immer. Nein, wirklich? Rose, ich meine, die andere, das war nur eine Bekanntschaft. Das interessiert mich nicht. Ja, aber das muss Sie interessieren, Frau Schmidt. Sie müssen mir nämlich helfen. Ja, also ich habe Sie kennengelernt, als ich mir ein Buch auslieh für meinen Lehrgang. Sie ist Bibliothekarin in Potsdam. Und Ihre Frau? Ich liebe meine Frau. So, und mit der anderen, da bringen Sie dem Wochenende. Na ja, alle paar Wochen. Ja, wozu das Ganze? Na, um mal wieder richtig plaudern zu können. Ach. Unbeschwert und ohne bei jeder Gelegenheit und jeder Kleinigkeit unterbrochen zu werden, das Herz richtig auszubreiten. So, bei Ihrer Frau können Sie das nicht. Ja, Walli, so tüchtig sie ist so nüchtern geworden, so sachlich. Weniger wie meine Frau, mehr wie eine Kollegin und immer gleich aufbrausend. Rose dagegen. Oh. Ihre Frau sich scheiden lassen? Nein, sie hat mich für 2 Monate ausgesperrt. Ich soll zu der anderen ziehen, sagt sie. Was? Ja, mit Rose den Alltag ausprobieren. Das hieße ja den Teufel mit Beelzebub austreiben. Nicht wahr. Ich kann doch nicht für 2 Monate Tag für Tag nach Potsdam fahren. Ich habe doch hier meine Arbeit und mein Zuhause. Nein, also das geht nicht. Ich werde mit Ihrer Frau sprechen. Ja, das nützt ja nichts. Ich habe ja den ganzen Tag mit ihr darüber diskutiert. Sie müssen mir anders helfen, Frau Schmidt. Ja, aber wie? Tag, Herr Schmidt. Na, wie war der Ausflug? Sehr schön, Frau Klein. Sehr schön. Schade, dass Sie nicht mit waren. Ja, schade. Zumal Frau Locke Ärger zu haben scheint deswegen. Woher wollen Sie ihn bloß wissen? Na, Sie streiten doch schon den ganzen Morgen. Ach was. Ich muss nach oben. Hallo. Hallo, Herr Locke? Namen der Nachbarn. Ja, der Herr Locke, der ist jetzt unser Untermieter für 2 Monate. Was ist er? Ja, Ihre Frau war so freundlich. Ja, das kleine Zimmerchen steht doch leer. Aber warum denn? Na, weil Sie meine Frau nach Potsdam verschleppt haben. Komm, ich habe... Komm, leg dich nicht auf, mein Paulchen. Das ist alles ganz einfach. Bitte. Ja. Offiziell wohne ich in Potsdam? Ja, bei der Frau, die du gesehen hast. Insgeheim, aber... Bei uns. Prost. Prost. Aber nur, um Schlimmeres zu verhüten. Wenn ich meinen Zug nach Potsdam bekommen will, dann muss ich jetzt. Ja, bitte? Sei denn, du hast deine Meinung geändert. 2 Monate, habe ich gesagt.
Aber bedenke doch die Strapazen für mich und die Zeit, die ich verfahre. Dafür sparst du ja die Zeit fürs Briefchenschreiben. Du bist grausam. Ist was, Frau Locke? Nein. Gehen Sie nur, Uschi. Wirklich nicht? Bis morgen. Bis morgen. Merkt Ihre Frau nicht, dass Sie gar nicht nach Potsdam fahren? Oh. Und diesmal hintergehe ich meine Frau mit reinem Gewissen. Das heißt, ein schlechtes hatte ich ja nie. Das ist unser Frauen von Drein. Ja, Moment. Na. Weil ich sie ja nie richtig und wirklich hintergangen habe. Ich nahm mir nur jenes Zipfelchen Freiheit, Trumpf, das auch der treueste Ehepartner braucht, um leben zu können. Was Sie nicht sagen. Oh, danke schön. Der eine geht kegeln und ich gebe. Jetzt kommt Herz. Herz hat ein jeder. Guten Morgen. Guten Morgen. Mit welchem Zug bist du denn gekommen? Mit dem frühesten. Ich muss schon bald nach Mitternacht wieder aufstehen. Ach, Hans-Joachim, wir müssen Haarlack bestellen. Ja. Frau Schmidt, wie ist denn das mit meinen Oberhemden? Die müssten mal gewaschen werden. Ja, mach Ihnen alles zurecht. Dann können Sie sie im Bad waschen, spülen und aufhängen. Ich? Ja, was ist denn dabei? Da kommen Sie mit. Ja. Oh. Hat er geklingelt? Ach, Frau Schmidt, mir ist der Zucker ausgegangen. Ja. Könnten Sie mir wohl mal... Kommen Sie doch bitte rein. Ist Ihr Mann schon zu Hause? Nein. Ach, mir war so, als hätte ich eben in Ihrer Wohnung eine Männerstimme gehört. Ja. Es wird's Radio gewesen sein. Ja. Vielen Dank, Frau Schmidt. Bitte schön. Läuft bei Ihnen im Bad etwas über? Ist da jemand in Ihrem Bad? Nein, nein, ich hab's Fenster offen. Ach so. Ja. Also nochmals vielen Bitte Dank. Bitte schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Schmidt, ich könnte schwören, ich sehe Herrn Locke abends in Ihre Wohnung und morgens wieder herunterschleichen. Ach, das wäre nicht einmal in Meinheit. Haben Sie den Maler zu Hause? Nein, wieso? Ich dachte nur... dass Ihr Mann deshalb das Zimmer bei Schmitz als Ausweichquartier braucht. Au! Ach, entschuldigen Sie. Das hätte er doch auch mir sagen können. Da hätte er es doch noch bequemer als bei Schmitz. Vielleicht. Frau Schmidt, Sie machen aus mir noch eine perfekte Hausfrau. Da wird Ihre Frau sich ja freuen. Geteilte Arbeit ist halbierte Langeweile. Aber trotzdem, wenn ich dran denke... dass das noch 7 Wochen so weitergehen soll, das ist keine Rose der Welt wert. Zu Hause bleibt doch zu Hause. Ah, da scheint die Therapie Ihrer Frau ja zu wirken, was? Na, das will ich meinen. Oh, ich verschwinde. Na, Paul, willst du nicht mal? Frauen denken wohl immer, sie müssen erziehen, ne? Müssen wir ja leider... Nanu, Frau Locke. Nein, Herr Schmidt. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte gern mal meinen Mann sprechen. Ich gehe dann auch gleich wieder. Ihr Mann? Ja, der wohnt doch bei Ihnen, oder? Walli, du weißt. Ja, ich weiß. Du hintergehst mich also weiter. Walli,
Sieh mal. So dürfen Sie das nicht sehen. Paul, jetzt sei mal bitte still. Guten Abend. Guten Abend. Frau Locke, ich habe Ihren Mann hier aufgenommen, weil er mich darum gebeten hat. Und weil ich Ihre Heilmethode für falsch halte. Er wollte es doch so. Walli. Nein, er wollte es nicht so. Männer bedenken doch nie die Folgen, wenn sie mal der Rappel packt. Und Sie? Na, Sie wollen es doch auch nicht, oder? Wäre es Ihnen vielleicht lieber, wenn der jetzt in Potsdam sitzen würde? Bei der anderen? Hm? Hm? Oh, meine Bratkartoffeln. Na, soll er doch mal sehen, wie der Alltag mit ihr schmeckt, nicht? Ich meine, soll ich mich damit abfinden, dass er bei ihr immer bloß das Parkidyll und diese Sonntagsturteleien genießt? Und bei mir, da mault er die Woche über. Wieso maule ich? Na, ist doch wahr. Die hat doch überhaupt nichts mehr gefallen. Nach Hause kommen, Röhre an, Latschen an, nichts mehr reden, nichts mehr unternehmen. Ich glaube kaum, dass du bei deinem Röschen so schweigsam bist. Ja, die hat auch zugehört, wenn ich ihr etwas erzählte. Du ja, dagegen... Ja, Moment. Die hatte ich auch nicht tagtäglich immer mit den gleichen Geschichten, nicht? Ja, das ist eben die eheliche Langeweile. Was? Doch. Ich bin dir langweilig? So langweilig finde ich euch ja nun gerade nicht. Ihr streitet euch ja ganz prächtig. Ach so. Vielen Dank. Streiten finde ich ja immer noch viel ergiebiger, als sich gar nichts zu sagen haben. Ach, auf das Rezept kann ich verzichten. Ja, das finde ich allerdings auch. Ich glaube, wir sollten doch jetzt endlich mal vernünftig miteinander reden. Ja, mit einem Versöhnungstrunk. Ne? 2 Monate, habe ich gesagt. Ja, das ist doch Wahnsinn. Also so lange brauche ich, um über meine Enttäuschung wegzukommen. Und du ja wohl auch, um von deinem Röschenrappel kuriert zu werden. Ich bin kuriert, Walli. So? 2 Monate halte ich das nicht aus. Wir auch nicht. Warum bist du denn nicht in Potsdam? Bei deinem Röschen? Weil ich dich liebe, Schäfchen. Nach Potsdam wollt er wirklich nicht, Frau Locke. Meinst du denn, ich halte das so lange aus, du Affe? Also, darauf trinken wir jetzt ein. Ja. Röschen, ich meine, Walli, Röschen hieß ja eigentlich gar nicht Röschen, sondern Elvira. Und du solltest eben auch ab und zu mal ein bisschen mein Röschen sein. Herr Locke, auch Röschen haben Dornen. Herr Schmidt, ich hörte Sie gerade auf dem Hof. Ich hab da was für Sie. Und, auch das noch. Scherben bringen Glück. Na, ist bei Ihnen alles wieder in Ordnung? Ja, dank Ihrer Hilfe bestens. Aber unsere Skatabende waren nicht übel. Ne? Hier als Entschädigung für den Ärger, den Sie mit mir hatten, 2 Karten für einen Autobusausflug für Sie und Ihre Frau. In den Spreewald? Ja, ist schön dort. Und dort finden Sie mich bestimmt nicht. Was hältst du von Spreewald, Annekin? Wieso? Weil wir demnächst dorthin fahren. Das heißt, diesmal kommst du noch mit, oder? Ja? Wird wohl das Beste sein, damit du nicht wieder Kuddelmuddel anrichtest. Ich? Wieso denn ich?